Ihr habt es euch gewünscht, heute geht es mehr um Fitness und Ernährung und dazu reagieren wir auf Calvin Fitty, ein Prank-Bro, der seine Form präsentiert. Jo, Freunde, was geht ab? Erster Vlog auf dem Kanal und ich bin spät dran und voll im Stress. Ihr seht es vielleicht in meinen Seiten auf Neandertaler. Man muss sagen, die Form, falls er natural ist, ist echt eine sehr stabile. Er ist hier komplett shredded, man sieht überall die Adern und er hat eine gute Sixpack-Genetik, sieht sehr symmetrisch aus. Bei mir ist das so ein bisschen schief, aber wie auch immer, Sixpack ist bei jedem anders und jeder sieht shredded einfach krasser aus. Ich muss jetzt echt direkt los und das Wichtigste, die Vlogging-Cam ist diese hier, das Objektiv. Ich habe jetzt gerade hier das Objektiv, mit dem ich immer für Instagram drehe, das ist so ein 14 mm. Das wollte ich eigentlich auf Krampf probieren, bevor ich los muss, aber ich nehme das jetzt einfach mit. Mach das jetzt dran und auf gut Glück seht ihr dann gleich, wie das so ja, ausschaut beim Friseur. Bin spät dran wie immer. Oder wenn du das Video siehst, für den Vlog, du weißt Bescheid, sorry schon mal fürs zu spät kommen. Und gib schon mal einen fetten Daumen hoch für mehr Einblicke so hinter den Kulissen, Trainingsvideos, Essen, alles Mögliche. Schreibt gerne mal rein, was ihr sehen wollt. Ich mache jetzt einfach mal so einen Freestyle. Ich sammle Material. Später geht es auch noch ins Gym. Und ja, danach gibt es Abendessen. Ja, das geht an der Stelle natürlich auch an euch. Wenn ihr mehr von meinem Training und der Ernährung sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Denn ich habe auch vor, so Oldschool-Gym-Vlogs zu drehen, wie damals die YouTuber früher, was es heute irgendwie nicht mehr gibt. Und ein paar Ernährungsvideos, what I eat in a day. Ich drehe heute noch viel Videomaterial für die Hochkant-Formate, Reels, TikTok, YouTube Shorts und ich nehme euch einfach mal mit und ich hoffe, ihr habt Bock, ich habe auf jeden Fall Bock und gebt einen fetten Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, ganz wichtig und ansonsten viel Spaß mit dem Video. Mich würde es echt interessieren, ob er hier ein bisschen nachgeholfen hat, weil ganz ehrlich, es sieht schon ein bisschen unnatürlich aus, weil er so vaskulär ist und so shredded. In dem Zustand hat man eigentlich nicht so viel Kraft. Deshalb schauen wir uns später genau an, was für Gewichte er nimmt. Ich meine, wenn man eine gute Genetik hat und wirklich das Training und die Ernährung passt und man shreddet, kann das so aussehen. Aber mir ist nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, dass die meisten Influencer oder Pro-Bodybuilder nicht natural sind. Denn ganz ehrlich, du kannst nicht Pro-Bodybuilder sein und natural. Also, sorry, aber wen wollt ihr hops nehmen? Let's go! So, gerade hier auf Krampf geparkt. Ey, Köln, Millionenstadt, parken ist immer kritisch und wir haben heute Freitag. Das heißt, viele sind feiern, saufen sich hier einen rein und jetzt endlich ab die Seiten frisch machen, denn der Neandertaler-Modus, ey, kickt hart rein. Nicht böse nehmen, aber den Part skippen wir mal, weil wir jucken uns nicht für seinen Friseurbesuch. Aber zuerst gibt es mal einen Gesundheitsdrink. Rote Beete-Pulver. Selbstverständlich in Bio. Mit Schwarzkümmelöl. Und optional kann man noch Cayenne-Pfeffer machen. Es gibt einen geilen Pump, gefäßerweiternd und sehr, sehr gesund. Also alles hat auch noch brutal gesunde Eigenschaften. Aber Leute, es geht mir nicht nur um Muskeln. Man hat seine Muskeln, sondern auch maximal hier um die Gesundheit. Und ein gesunder Körper braucht saubere Lebensmittel. So ein Teelöffel. Da würde ich ihm zustimmen. Versucht euch auf jeden Fall so natürlich es geht zu ernähren. Er nutzt hier rote Beetepulver und Schwarzkümmelöl. Beides sehr gesunde Lebensmittel mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen. Kümmelöl. Zack. Und ich bin ja auch gerade auf Diät und ich bin auch schon für sowas hier dankbar, um einfach ein bisschen Magenvolumen reinzubekommen, weil ich merke schon, die Diät kickt ein bisschen rein. Und deswegen allein. Digga, was hat er da im Hintergrund stehen? Sind das drei weitere Kaffeemaschinen? Wo ist der Bré? Was auch mit Koffein, so Cappuccino. Mit Hafermilch, den ich immer trinke und jetzt hier eine rote Beete-Drink gibt mir einfach nochmal so ein bisschen Sättigung. Und wie gesagt, es ist so krass, wenn ihr echt darauf achtet, wenn ihr euch nur sauberes Essen reinschiebt, ihr werdet auch nie, generell nie einen schlechten Look haben. Das ist Wahnsinn, weil ihr kriegt ja nur Nährstoffe, alles arbeitet und keine Ahnung, wenn ihr jetzt irgendwas Totes fresst, was keine Nährwerte habt, dann kann das ja nur an den Hüften hängen. Ja, da würde ich nicht unbedingt zustimmen. Wenn ihr sehr clean isst, ja, habt ihr meist einen guten Look. Aber wenn ihr sehr viel isst und einen hohen Überschuss fährt, könnt ihr auch mit cleaner Ernährung ansetzen. So funktioniert halt der Körper. Und falls ihr euch wundert, warum ich das mit einem Glasstrohhalm trinke,
damit sich meine Zähne einfach nicht verfärben. Gewisse Lebensmittel färben die Zähne und ich will das nicht. Ich will weiße, weiße, strahlende Zähne und von diesen gesunden Sachen einfach nur profitieren. Okay, krass, dass er darauf achtet. Mich juckt's ehrlich gesagt nicht. Sollen die Dinger ruhig gelb werden. Aber trinkt er sein Cappuccino jetzt auch mit einem Strohhalm, weil das verfärbt er auch. So, Zeit für den schaumigen. Freunde, Profibarista Kelvin. Bam. Leute, ASMR Bros. Guck mal, jetzt direkt ein Pump hier vom Kaffee, oder? Boom! So Leute, Chest Day und bevor es ans Brustrennen geht, ganz wichtig, immer die Rotatoren aufwärmen, damit Gelenkflüssigkeit in die Schultern kommt. Ultra wichtig. So viele Gym-Buddies kommen zu mir und sagen, ich habe Schulterschmerzen, ich bin am Arsch. Hier, die müssen da jetzt zum Arzt und so. Deswegen voll wichtig, damit wir langfristig und sich zum Krüppel trainieren, immer aufwärmen. Ich würde auf jeden Fall sagen, immer beim Schultertraining und Brusttraining, safe. Aber eigentlich könnt ihr auch wirklich bei jedem Training die Rotatoren aufwärmen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Gut, bei Beintraining muss ich jetzt nicht unbedingt sein oder Beine, Bauch, geht eigentlich noch. Aber so, selbst wenn ihr Rücken trainiert, alles läuft über das Schultergelenk. Deswegen macht lieber zu viel Aufwärmung als zu wenig. Deswegen erstmal hier. Da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Auch beim Rückentraining ist das wichtig, nicht nur bei Brust und Schulter. Ich habe mir zum Beispiel meine Schulter vor 8 Monaten verletzt und jetzt bin ich erst wieder fit. Das Ganze ist durch das Rückentraining passiert. Und neben das bisschen Aufwärmen mit dem Kabel, was er hier macht, würde ich auf jeden Fall auch ein paar Aufwärmsätze empfehlen. Das heißt, wenn ihr da mit Bankdrücken beginnt, macht 3-4 Aufwärmsätze. So ungefähr auf Ellenbogenhöhe einstellen und dann schön nur aus der Schulter ein bisschen warm sein. Das ist echt ganz wenig Gewicht. Es geht hier nur ums Gelenk, um schön Gelenkflüssigkeit in die Schultermuskulatur zu bekommen. Ganz wichtig. Und dann geht er einfach nach Gefühl, bis ihr merkt, ey, Schultergelenk ist schön warm. Das Ganze nochmal in der Variante. Auch wieder nur aus dem Schultergelenk, bis ihr merkt, ey, die Schulter ist schön warm. Das ist alles, Leute. Mehr braucht ihr nicht machen. Und dann bei der allerersten Übung mache ich auch nochmal 2 Aufwärmungssätze. Da gehen wir jetzt hin. Aber macht bitte diese Routine. Und ihr trainiert euch nicht mehr zum Krüppel. Versprochen. So, erste Übung, obere Brustmaschine. Ich bevorzuge es immer, die beiden ersten Übungen für die obere Brust zu machen. Weil bei den meisten fehlt dir das Fleisch und natürlich trifft man immer den gesamten Brustmuskel, aber ich priorisiere immer die oberen Brustfasern, damit da schön Fleisch drauf ist. Eine Übung reicht eigentlich vollkommen aus, ne? Ihr braucht nicht 2 für die obere Brust machen. Entweder ihr macht es da an der Maschine oder mit Freihanteln, das ist so mein Favorite. Und ihr könnt auch die obere Brust priorisieren, wenn ihr die erste Übung halt so macht. Ihr müsst also nicht immer neue Übungen ins Training einbauen, ihr könnt auch einfach die Reihenfolge ändern. Das wollte ich damit sagen. Und ja, die anderen Übungen seht ihr dann. Auch hier, ihr seht schon, ich wärme mich erstmal auf. Danach gibt es doch einen zweiten Aufwärmsatz mit ein bisschen mehr Gewicht. So ein mittleres Gewicht. Und dann geht es an die 2 Arbeitssätze. Let's go! Meistens mache ich hier so 10 Reps, aber auch, ihr könnt einfach nach Gefühl gehen, ein bisschen merkt, ey, schön warm und dann gar keine Kraft verschwenden und sofort das zweite Aufwärmungsgewicht dran machen. So, beim zweiten Aufwärmungssatz mache ich jetzt mittleres Gewicht, 2 15er und da mache ich dann meistens so zwischen 4 und 6 Reps, auch nach Gefühl gehen. Also geht da einfach nach Gefühl, so dass ihr keine Kraft verschwendet, dass ihr da sicherstellt, oh, ich büße jetzt keine Kraft ein für die Arbeitssätze. Deswegen, manchmal mache ich hier 4 mal 5, bis ich merke, ey, ist schön warm mit Druck. Und dann wird Gewicht draufgepackt. Und so ist es. Ja, also habt keine Angst, im Aufwärmsatz auch ein bisschen mehr Gas zu geben. Hauptsache, ihr geht nicht ans Limit. Also nicht so weit beim Aufwärmen gehen, dass man sagt, boah, ich schaffe nur noch 2 mehr, ich höre jetzt auf. Lasst immer so 5 oder 6 Wiederholungen, die ihr eigentlich noch packen würdet, dann am Ende weg. Wirklich idiotensicher, sich nicht mehr zukünftig zu verletzen. Also ihr habt es gesehen, Rotatoren aufwärmen, bei der allerersten Übung für den jeweiligen Muskel 2 Aufwärmungssätze machen, that's it. Bei den nächsten Übungen mache ich dann natürlich keinen Aufwärmungssatz mehr, weil irgendwann reicht es dann auch. Außer ihr habt Bedarf, aber es gibt halt nicht zu viele Aufwärmungssätze. Ne? Solange euch nicht die Kraft wegnimmt für die Arbeitssätze, ist alles easy. Fühlt euch da frei. So. Boah, ich merke schon, ey,
jetzt gerade hier im Shred, man ist so schnell auf Pump, gleich erst mal Pumpcover ausziehen. Ja, sehr saubere Ausführung. Er geht ja auch richtig nach hinten in die Dehnung. Ich sehe manche Leute, die hören schon hier vorne auf und machen so kurze. Macht gar keinen Sinn. Jetzt habe ich gemerkt, 4 hat gereicht. Deswegen gar nicht weitermachen, wenn ihr merkt, es reicht. Mal waren es 5, das höchste Mal 6, aber eigentlich meistens so 4. Hauptsache schön Follow Range of Motion immer mitnehmen, dann ist auch das Aufwärmen schnell gemacht. So Leute, jetzt klatscht mal ein bisschen Gewicht drauf. Aktuell hänge ich hier bei 55. Mehr kriege ich ja nicht hin. Aber das Geile ist, auch im Aufbau war das mal maximal hier 55 Kilogramm pro Seite. Und in der Diät jetzt auch. Das heißt, ich halte den Muskel. So könnt ihr auch immer kontrollieren, ob ihr einfach auch den... Okay, das ist etwas verdächtig. Denn wenn ich im Aufbau bin, schaffe ich schon ein bisschen mehr Gewicht. Zwar nicht viel mehr, aber doch schon ein bisschen mehr, als wenn ich so shredded bin. Also ich habe auch mal so runter definiert. Und da habe ich schon 10-20% an Kraft verloren, würde ich sagen. Na, 10-15%. Das ist verdächtig, wenn man hier keine Kraft verliert. Muskeln behaltet, wenn ihr die gleiche Kraft habt, trotz Kaloriendefizit. Das ist eine geile Sache. Oh ja, jetzt klatschen wir erstmal Gewicht drauf. Ich sag euch ehrlich, ich freue mich schon über 5-6 Reps, weil die haben eine richtig geile Qualität, die Reps bei mir. Und das Gewicht ist schon heavy für mich. Und ich bin im Kaloriendefizit-Diät. Erstmal Musik anmachen, Leute. Ohne Musik geht nichts, Mann. Puh. Meistens nehme ich auch immer die Musik, die ich dann für den nächsten Edit benutze. Das gibt so Motivation, dann sehe ich mich schon so, wie das so sein soll, der Edit. Okay. Game Changer übrigens, Schulterblätter nach hinten und dann runterdrücken. Da habt ihr richtig die Brustfasern. Oh, ja, Mann. Macht's nicht zu kompliziert, legt euch einfach hin und drückt. Aber Leute, stellt immer sicher, dass ihr bis zum Muskelversagen geht, dann könnt ihr euch nichts vorwerfen. Alter Schwede. Geil. Muskelversagen, sehr wichtig. Wenn ihr noch mehr könnt, dann erhöht einfach das Gewicht. Und ich finde es gut, wenn man in den ersten 2 Übungen, wie er es macht, schwer trainiert, so auf 5-6 Wiederholungen, das mache ich auch so. Und wenn ich dann am Ende 1-2 weitere Brustübungen mache, dann meistens Flies, also so am Kabelzug. Da nehme ich dann weniger Gewicht, mache mehr Wiederholungen, so 10-12 und am Ende auch Dips, mache ich auch mit mehr Wiederholungen, sodass ich die ersten 2 Übungen schwer habe und die anderen 2 halt eher weniger, damit man so schön ans Limit geht, wie nur möglich. Hier muss ich sagen, sieht es weniger krass aus als zu Beginn des Videos, weil wenn man auf die Arme achtet, merkt man, dass die echt dünn sind. Ist ja auch normal, wenn man so definiert rumläuft. Das Wichtigste ist auch, dass ihr einfach mit jedem Rep maximal den Muskel trefft. Dann macht ihr hier einfach eure Hausaufgaben. So easy. Und wenn ihr jetzt gerade denkt, ihr habt Probleme einfach mit der Technik. Es gibt so viel zu erklären. Deswegen, ihr seht hier nur immer, ich kratze hier nur bei den YouTube-Videos an der Oberfläche. Aber wenn ihr wirklich es leid seid, 100.000 YouTube-Videos zu gucken, mein Fitnessprogramm ist unten in der Videobeschreibung. Ihr habt einfach alles. Mein Trainings. Die Werbung wird hier übersprungen. Dann willst du nicht in Form kommen. Du kannst natürlich auch 100.000 YouTube-Videos gucken. Aber mittlerweile gibt es so viel Information, das ist zu viel. Und mein Trainingsplan ist einfach so perfektioniert. Ich bin so überzeugt davon, dass jeder, der in Form kommen will, ich kann es euch nur empfehlen. Ja, also das Training ist jetzt nicht das große Problem. Die meisten haben eher Probleme bei der Ernährung und bauen deshalb nicht optimal auf. Die meisten unterschätzen es, dass sie nicht auf ihre Proteine kommen. Man muss wirklich mindestens 1,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht, am besten 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht an Proteine zu sich nehmen, damit man auch wirklich alles aus dem Training rausholt.
erstmal den ersten Pump hier genießen vom ersten Satz. Und überleg mal, ich habe jetzt so ein ganzes Training, da geht noch einiges. Vor allem nach Brust kommt noch Schulter. Das ist einer der geilsten Tage. Okay, das wiederhole ich. Waren jetzt, ich weiß gar nicht, waren es jetzt 5 oder 6? Gerade keine Ahnung, aber immer an die Grenzen gehen, dann ist es auch scheißegal, wie viele Reps es waren. Und wichtig, macht auch nicht zu viele Reps. Also wenn ihr so 12 macht, das ist so ein Käse, sofort steigern. Ich würde auch irgendwann nur noch 8 als Hauptziel nehmen, weil irgendwann seid ihr auch auf so einem Niveau, dann ist 12 wie Cardio-Training. Macht lieber 8 und wenn ihr die 8 schafft, dann steigern, dann macht ihr... Als Anfänger hätte ich eher die 12 angepeilt, damit ihr auch erstmal die Technik lernt. Später würde ich auch so 6 bis 8 anpeilen, vielleicht sogar 5. 6 merkt ihr, okay, ich muss noch 2, bis ihr dann wieder 8 schafft und dann steigern. Also so 6 bis 8 ist schon so ein fleischiges Training. Und dann könnt ihr ordentlich steigern, statt dann mit 12 Reps rumzupimmeln. Aber generell Muskelversagen. Es gibt auch Ausnahmen, es gibt auch irgendwo Übungen, da mache ich auch 15 Reps bei seitlichen. Aber es kommt alles noch in Zukunft. Okay, jetzt erstmal einen zweiten hier. Irgendwie bin ich jetzt voll. Ich habe jetzt, glaube ich, zu früh den Satz gestartet. Es waren nur 4 Reps. Irgendwie, weil die Kamera die falsche ist, das Gefühl gehabt, ich muss jetzt schon den Satz machen. Ich hätte noch ein bisschen chillen müssen. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier für YouTube aufnehme. Puh, aber egal. Bin zufrieden, passt schon. Erstmal hier das beste Licht rausgesucht, um zu flexen, ganz wichtig. Und Freunde, ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr mit dem Gym anfängt, trackt in der ersten Woche mit irgendeiner kostenlosen App eure Ernährung und schaut mal, wie viel Kalorien und wie viel Proteine ihr zu euch nehmt. Über den Rest braucht ihr euch erstmal keine Gedanken machen. So habt ihr erstmal ein Gefühl, okay, muss ich ein bisschen mehr essen oder ein bisschen weniger, und so könnt ihr euch dann rantasten. Die AF. ist nicht wenig. Mal schauen, wie viel Reps er raushaut. Ich habe jetzt auch langsam Bock, ins Training zu gehen. Man hat hier gesehen, mit 42,5 hat er jetzt 4 Wiederholungen gemacht. Von den Kraftwerten eigentlich ganz natural unterwegs. Aber echt sehr gute Form, muss man sagen. Leute, willkommen beim Abendessen. Ich bin echt platt, ich habe so Hunger. Auf jeden Fall gibt es lecker Spinat, Tiefkühl-Bio-Spinat, Bio-Karotten, Bio-Zwiebeln, Bio-Knoblauch. Dann Garnelen, ist echt fast schon mal eine Routine. Ich mag die einfach, die sind einfach, ich kann die einfach immer essen. Garnelen kann man machen, wäre jetzt nicht so meins. Ich finde es irgendwie eklig. Ich habe es eine Zeit lang auch fast jeden Tag gegessen, aber irgendwann, nee. Ich bleibe bei Eier und Hühnchen. Bio-Garnelen und Bio-Basmati-Reis. Ich brauche eigentlich Bio gar nicht erwähnen, bei mir ist alles immer Bio. Bestmögliche Qualität, und boah, das werde ich mir jetzt so reinbomben. Dazu kommen noch gesunde Öle, Olivenöl, Kokosöl und noch gute Gewürze.
Petersilie, Basilikum, Oregano und so. Und ja, meine Leute, wie gesagt, jeder kann ins Gym gehen, aber die wenigsten kriegen nach dem Gym ihre Ernährung geschissen. Und das ist auch der Grund, warum 99% der Menschen im Gym immer gleich aussehen. Ihr kennt doch schon immer irgendeinen, der einfach immer original gleich aussieht. Ja, weil nach dem Gym nichts mehr getan wird. Weil Gym ist so, ich finde auch immer so, das ist lächerlich, wenn jemand sagt, ey, hier Gym ist so und so viel Prozent, Ernährung ist 100%. Wenn du bei beiden 100% gibst, kriegst du 100% zurück. So einfach ist das. Und ja, du kannst Stück für Stück dich immer steigern, immer mehr geben, immer sauberer essen. Und klar, an die Jüngeren, die jetzt natürlich noch irgendwie zu Hause wohnen, nicht so viel Geld haben und halt noch Mittagessen von der Mutter essen, da kann man halt erstmal nur kommunizieren und dann sagen, hey, kannst du mir vielleicht mal, hier gibt es Gear, der glaube ich ganz günstig ist, ein gutes Proteinpulver, ganz wichtig. Was auch sehr krass ist, die wenigen... Ach, das ist aber irgendwo Quatsch. Wenn ihr jünger seid, esst ruhig das Essen von eurer Mama und dafür könnt ihr ja vielleicht euer Frühstück und euer Abendessen clean halten. Zum Beispiel habe ich das so gemacht, nach dem Training ein Proteinshake früher, trotzdem Mamas Essen gegessen, am Morgen immer Haferflocken und abends immer Magerquark. Haferflocken und Magerquark sind sehr günstig oder waren es zumindest. Ich habe neulich geschaut, Magerquark 1,45 €. Ich dachte, wollt ihr mich verarschen? Aber ja, das sind leider die Preise von heute. Kommen auf ihr Eiweiß. Das Ding ist, viele denken immer, die essen genug Eiweiß, aber wenn man das mal ausrechnet, ist es wirklich erschreckend. Geht gerne mal auf mein Fitnessprogramm, dort ist ein kostenloser Kalorienrechner und da könnt ihr euch mal euren Bedarf ausrechnen. Das ist crazy. Weil viele denken so, ich würde jetzt auch vielleicht denken, boah, ich esse hier Garnelen und, oder die essen Fleisch, aber trotzdem, wenn du nicht genug Eiweiß hast, stell dir mal vor, du hast jetzt 10 Gramm Eiweiß am Tag zu wenig oder 20 oder 40, dann wächst du einfach nicht. Du pimmelst im Gym rum für nichts. Also du kannst halt nicht wachsen. Das ist halt das Gesetz der Natur, du brauchst genügend Eiweiß, um überhaupt Muskeln zu halten. Naja, man wächst schon, aber nicht optimal und nach ein, zwei Jahren, wenn man ein bisschen gewachsen ist, stagnieren die meisten. Da muss man echt anfangen, an der Ernährung zu drehen, damit es auch weitergeht. Damit ihr eben nicht nur so einen Basic-Fitness-Look habt, sondern ein bisschen krasser, ein bisschen härter aussieht als der Durchschnitt. Aufzubauen und ja, einfach, dass du nicht zerfällst. Aber die wenigsten checken das. Und das ist auch der Grund, warum viele Skinny-Fett sind. Die haben einfach nicht genug Eiweiß drin. Ne? Und ja, ihr müsst euch das so vorstellen, der Muskel ist wie so eine Matratze, die unaufgepumpt ist. Aber durch genug Eiweiß pumpt der Muskel sich dann auf und baut sich auf. Und deswegen, wenn du schlaff bist, auch an die Frauen, die dann versuchen mit irgendeiner Leggings zu dribbeln, wenn ihr nicht genug Eiweiß isst, dann könnt ihr aus dem Matschklumpen einfach nichts Massives machen. Das ist das Ding. Aber ja. Frauenfeindlich unterwegs, was geht ab? Manche kommen einfach nicht aus der Komfortzone raus und wollen weiter denken. Ist schon irgendwie traurig, wenn man bedenkt, dass sie immer im Gym durchziehen, aber danach nur noch reinscheißen. Ist echt crazy, also auch traurig um deren Lebenszeit, aber manche wollen es einfach nicht verstehen. Und an die es verstehen wollen, Fitnessprogramm ist in der Bio verlinkt, mein Trainingsplan und alles rund um die Ernährung, damit ihr auch einfach wisst, was abzudecken ist. Und Leute, ich finde, um ein paar Supplements kommt man echt nicht drum weg, und zwar an Kreatin und Eiweiß. Es gibt verschiedene Eiweißvarianten, ein Whey-Protein. Sehe ich ein bisschen anders. Kreatin finde ich auch am wichtigsten, weil es schwer durch die Ernährung zu decken ist. Proteinpulver hingegen sehe ich eher auf Platz 3. Auf Platz 2 sehe ich eher sowas wie Vitamin D, K2 mit Omega-3, weil Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D ist halt schwer zu bekommen. Und am besten holt ihr euch eine Mischung, wo noch K2 und Magnesium drin ist, damit das besser aufgenommen wird. Wie bei den Essentials von ESN zum Beispiel. Ja, wie gesagt, Proteinpulver an dritter Stelle, weil Proteine könnte ich auch über die Ernährung decken. Mit dem Proteinpulver fällt es mir aber leichter, weil ich dann einmal kochen weglassen kann. Ich kann jetzt auch nicht viermal oder fünfmal kochen. Da hätte ich keinen Bock und als normal arbeitender Mensch hat man nicht die Zeit für. Ja, Freunde, was soll ich zum Video sagen? Wünscht ihr euch mehr Ernährungs- und Gym-Content auch mal von mir? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich gebe euch gerne die Tipps und Trainingspläne kostenlos. Zeigt mir mit einem Daumen nach oben, dass euch diese Art von Content gefällt. Und ganz wichtig, abonniert diesen Kanal. Danke fürs Zuschauen.